Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu der zweiten Folge Train Fever. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben hier bei unseren zwei Linien. Und wir haben mittlerweile schon bei der Produktion 5 stehen. Hier hinten verstehe ich immer noch nicht, warum dieser nach da läuft. Und nicht einfach... Ja, ich habe übernetzt. Haben wir jetzt eigentlich schon... Nein. Aber mach, wie sieht es mit den Linien aus? Okay, die machen anscheinend... Die Güterlinie macht anscheinend schon Profit. So, die Getreidelinie könnte noch ein Fahrzeug mehr gebrauchen. So. Oh. Halt, Güter. Das war dieser hier, soweit ich weiß. Getreide. Kaufen. Linie zuweisen. Larvik Getreide. So, was hat sich bei der Zeit getan? 84 Sekunden zu 86 Sekunden. Würde ich sagen, das passt erstmal für den Anfang. Und dann bin ich am Überlegen, da hinten wird Holz. Hier hätten wir Holz. Hier darf Holz. Hier hätten wir Holz. Ist mal wieder super aufgeteilt, wie auf meiner Main Map auch. Das ist so super. Ja, guck mal hier. Du produzierst zwar, aber... Du da hinten produzierst nichts, weil du keine Kohle hast. Mal gucken, ob wir nicht hier irgendwo... irgendwo was haben. Hier hinten ist eigentlich... Oh, warte, so passend hier. Öl, Öl zu Plastik, Plastik zu Güter. Das ist perfekt, Leute. Guckt euch die schöne Bergstrecke. Oh, boah, geil. Hier unten die Ölraffinerie. Die Ölraffinerie, na nicht Raffinerie, die Ölproduktion. Geht's hier hoch. Eine schöne Kehre. Boah, ey Leute. Wie geil sieht das bitte aus. Guckt euch das an, dieses Tal. Jetzt wär's noch, stell dir mal vor, von hier, ja, nach hier so eine richtig geile Brücke. Also, warte. In etwa... So, kostet 31 Millionen, ey, scheiße. Und das jetzt noch... Ich glaube, das nehme ich mir mal irgendwann vor. Das sieht ja so hammergeil aus. Ja, aufschütten. 180 Millionen, scheiße. Nee, die passt nicht. Wenn dann... Nee, die passt auch nicht. Wenn dann die hier, nein, passt auch nicht, die da passt. Ich glaube, das machen wir irgendwann mal, wenn wir Geld haben. Und dann geht es hier wieder runter mit den Kehren. Ey, das Nordic DLC ist mega geil. Leider kam das erst danach, oder nach der Veröffentlichung oder dem Start meiner anderen Map. Wirklich schade. Aber eigentlich macht es doch Sinn, hier auch eine Linie einzurichten. Hier auch noch Geld machen. Jetzt mal gucken, was die Linien machen. Okay, 31, also wir machen... upsala, wir machen immer noch Verlust. Müsst ihr mal mehr produzieren? 8, okay, das ist schön. Warum sind hier zwei hintereinander? Achso, das ist einmal... Ah ja, okay, das ist einmal getrennt, einmal Güter. Ja, hier war das mit Kies, Kies, Zement und dann kommen wir nicht weiter. Das wäre dann erst wieder hier hinten. Leute, ich glaube, wir richten hier wirklich mal eine neue Linie ein. Hier ist zweimal Getreide. Was will ich denn mit zweimal Getreide? Hier auch nochmal. Kann ich jetzt wieder anfangen hier hinten? Das muss jetzt alles hier... Alles mit dem LKW.
weggeliefert werden. In dem Ecke mit dem Zug. Und dann hier hinten haben wir jetzt einmal getreidige Dinge. Boah. Das wird ja noch lustig. Hier haben wir auch noch mehr Getreide. Ah. So, hier haben wir noch Holz. Mhm. Aber nee Leute, ich glaube, wir machen jetzt hier wirklich. Machen wir hier eine Linie. Auch wenn es uns das wieder Geld kostet, ja. Aber wir hätten dann hier schon eine Linie. Hier hin. Was haben wir hier noch alles? Big Truck Station. Hier hin. Oh, jetzt fahren wir jetzt noch rein. Die Kiste. Das ist der LKW-Ladeplatz. Was würden die hier unten kosten? 60, ja gut. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Persönlich würde ich es jetzt hier hin machen. Mal gucken. Ob das geht. Was ist das? Cargo-Stopp. Ist das Cargo? Ne, probiere ich mal aus. So. So, wie heißt denn hier unser Örtchen? Sehe ich jetzt nicht, weil die Linien hier sind. Leck mich doch am Arsch. Bitte was? Moelv. Moelv. Alles klar. Moelv. Moelv. Öl. Gut, dann haben wir hier Moelv Plastik. Und hier hätten wir dann Moelv. Ach. Moelv Güter. Wunderbar. So, also das Öl fährt dann von hier nach hier. Das Plastik fährt von hier. Ist doch Plastik, oder? Ja, ja. Fährt von hier nach hier. Und die Güter fahren von hier nach hier. Dann fahrt ihr halt so, ist mir egal. Okay. Okay, weil hier werden wir später sicherlich einen Tunnel durchziehen, damit es einfach schneller geht. Ich kann mir vorstellen, über die Bergstrecke mega ätzend. Gut. Dann bräuchte ich hier noch ein Depot. Das Schloss. Jetzt ruckelt das Spiel, weil ich Schloss laden muss. Ja, auf jeden Fall. 6 Millionen. Perfekt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir packen das hier hin. Das ist nämlich in der Mitte von der Strecke. So, Güter. Holz und Güter. Öl. Kohle und Eisenerz. Okay, Öl. 1, 2, 3. Ich kaufe jetzt immer erstmal 3 und dann gucke ich mal, was so der Takt macht. Ja. Das ist jetzt Moelv Öl. Genau. Können die schon mal raus. Dann brauche ich hier einmal Plastik. 1, 2, 3. Moelv Plastik. Und noch die Güter. Moelv Güter.
gucken wir mal, was der Takt so macht. 50 bei den Gütern, Plastiköl 101. Oh, bei dem Getreide ist auch schon wieder bei 128. Mhm. Das heißt, dem Öl werden wir noch ein bisschen was kaufen. Haben wir hier 1, 2. Dann gehe ich mal kurz hier nach hinten. Und werde hier dem Getreide. Getreide auch nochmal 2 kaufen. So, das war Lawitz Getreide. Jetzt bin ich mal gucken. Ist ja klar, die machen Minus, aber hier machen schon 40 und hier 57 plus. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wo haben wir denn? Okay, hier. Könnten wir mal gucken, wie schnell die fahren. Die fahren bloß 44, das ist nicht so gut. Die, ey, Leute, sagt nichts gegen die Strecke. Die ist ja so mega geil. Ich fühle mich wie in der Schweiz, ganz ehrlich. Boah, die bremst da auf 35. Ist ja krass. Jetzt ist ein Stau. Oh, habt ihr schon umgeschaltet? Nein. Ja, das ist schon mal gut. Und hier hinten? Auch ja, perfekt. Sehr gut, so gefällt mir das. Aber ihr seid noch auf Nein. Hm. Vielleicht muss man da das erste Plastik nach vorne wandern. Jetzt hier mal den an, schon fahren die mir zu dicht aufeinander. So. Die drei fahren ja auch sehr dicht aufeinander, halten wir den auch mal an. Hier, ja, kann man es lassen. So, der steht jetzt natürlich hier rum. Bibi, fahr doch! Nein, Säckel! So, was macht der Takt? Mhm, okay. Was haben wir denn hier schon? Produktion 17. Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Okay, hier haben wir 17. Müssten wir hier auch etwa 17 haben. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Wunderschön, so gefällt mir das. Machen wir eigentlich schon Plus? Nein, aber wir machen fast kein Minus mehr. Ach, jetzt stehen sie hier. Lasse ich den mal wieder fahren und den halte ich jetzt an. Dann lasse ich den auch mal wieder fahren und halte den dafür an. Damit die einfach so ein bisschen, ja, auseinanderkommen. So, die haben immer noch Nein, okay. So komisch. Hat jetzt der etwas geladen? Plastik 0. Das geht dann. Wird es wirklich länger? Hm. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, fangen wir den mal weiter. Dann muss man
anhalten. Ihr habt schon die Produktion bei 4. Wie sieht es hier hinten aus? Ah, das ist das Lager. 19. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. 12 von 44. Da geht die Höhe. Da geht echt viel hier hin. 10. Wie sieht's mit dem Geld aus? 100, 132 plus. Alles klar. Also das muss ich sagen, das ist selten, dass man so gerade diese drei, wie soll ich sagen, diese drei Punkte, die man abarbeitet bei den Gütern, also Öl zu Plastik, Plastik zu Gütern und dann Güter in die Stadt. Also das hat man sehr, sehr selten. Ja, da muss man wirklich immens Glück haben, dass man sowas hat. Wir hatten dann einfach Glück. Anscheinend mit dem, ja, muss ich sagen, hier mit dem Start-Key. Jetzt würde ich mal ganz kurz gucken, wie viel hier so ein Tunnel kostet. Wird kosten 170.000. Werden direkt Verbindungen. Ah! 170.000. 160.000. Das Geld hätten wir, aber ich möchte hier nicht unbedingt diese Landschaft verunstalten. Also ich möchte die schon erhalten, sozusagen. Ich möchte diese schöne Bergstrecke erhalten, dem wir das so viel machen könnten. Hier oben ist der höchste Punkt. Das ist mega geil, Leute. Und ja, ich mache mit Absicht am Anfang keine Züge, denn ja, ich habe bislang so die Erfahrung gemacht, dass ich da oder dass man da dann sehr schnell pleite geht. Da anfangs die Leute nicht so an Zügen interessiert sind. Klar könnte man jetzt die ganzen Güter auch mit Zügen transportieren, das ist keine Frage. Aber ich habe irgendwie herausgefunden, so dass am Anfang der Gütertransport mit LKWs doch sehr effizient ist und dann anfangs, ich sag mal, einigermaßen schnell an Geld zu kommen und dann natürlich weiter auszubauen, Bahnhöfe zu bauen und alles Mögliche natürlich. So, ganz kurz was machen, alles klar. So, der kommt da auch wieder, der fährt da unten los, der fährt da los, dann könnte ich den eigentlich auch losschicken, dann haben wir hier einen guten Takt, würde ich sagen. Okay, das Plastik ist jetzt, da können die vielleicht doch noch einen. Beim Plastik auch noch. So, das Plastik geht jetzt hier rüber. Oder? Genau, perfekt. Warum werden denn die Güter nicht hier hinten? Gehst du hin? Dahin. Und warum werdet ihr nicht? Warum werdet ihr nicht mit einem LKW? Ist das hier unten vielleicht kein Ding? Machen wir mal kurz Pause. Ist mir hier vielleicht doch hier so eine Güter den hinbauen. Müssten aber das Haus hier abreißen. Was kostet denn das? 1,2. Was? Mein Herz! Ach du Heilige. Ah, ich habe eine Idee. Wir könnten hier eine Straße rausziehen. So. Wir könnten jetzt hier das Depot hin machen.
Der ist auch vielleicht doch ein bisschen zu lang. Ein kleinerer, so. So würde vielleicht auch reichen. Nicht genügend Platz, leckerer Marsch. Habe ich Pause gemacht? Ja, gut. Ich sehe schon, die Zeit rennt schon wieder davon. Das sind doch schon sehr schnell vorbei, Train Fever, ne? Okay, gut, hier sehe ich Bus und hier sehe ich Cargo. Alles klar, dann hat sich das schon mal geklärt. Weil dann reiße ich die hier ab. Gut, von hier aus dahin. Dann war das doch falsch. Dann die weg und die weg. So, dann müssen wir hier die Güter wieder anpassen. Das kommt weg und hinzugefügt wird das hier. Perfekt. So, noch ein Plastikauto habe ich gesehen. Das machen wir noch schnell. So, da schicken wir auf Molf Plastik. Und nochmal ein Öler. Wo war denn der? Hier. Molf Öl. Und wo war denn hier Güter? Schicken wir auch nochmal ein los, mal Güter. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Train Fever. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.